muss mir was Neues zum Anziehen kaufen. Was? Langsam, junge Frau. Fast hätten Sie mich umgerannt. Entschuldigen Sie, heute ist mein erster Tag und gerade läuft alles schief. Sie arbeiten hier? Dann sind wir Kollegen. Ich bin einer der Hausmeister hier, Sam Flores. Freut mich. Chloe Allant, ich bin die neue Sekretärin bei Mr. Blyden. Ich habe es leider wahnsinnig eilig, da heute Abend noch ein Meeting stattfindet. Ein Meeting? Ja, mit seinen Kompagnons. Und jetzt habe ich mir dummerweise einen Fleck in die Bluse gemacht. Sie wissen nicht zufällig, ob sich eine Boutique in erreichbarer Nähe befindet? Doch, das weiß ich. Aber auch nur, weil meine Frau dort immer gerne ins Schaufenster sieht. Ist eher die gehobene Preisklasse. Ach, das ist jetzt egal. Ist nur ein Häuserblock von hier. Nennt sich Beauty Essence. Sie können es eigentlich gar nicht verfehlen, wenn Sie die Straße runtergehen. Danke, dann renne ich da schnell hin. Wissen Sie, wie spät wir es haben? 5.45 Uhr. Gut, dann habe ich noch eine gute Stunde. Wir sehen uns bestimmt demnächst öfter. Ein guter Rat. Nehmen Sie sich in Acht vor Nigel Blyden. Wie meinen Sie das? Er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Okay, also ich muss jetzt los. Schönen Feierabend. Ich wünschte, es wäre so. Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können. Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute. Sie glauben, dass sie alles wissen. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Midnight Tales. Angst um Mitternacht.